So, privat, meine Den ziehen Freunde. später durch Willkommen die Clubs, zurück ja? zu der Parte 2. Also wir sind jetzt nach einer kurzen Aufnahmepause wieder zurück. Und zwar wir, weil der Christoph auch dabei ist. Ja, das bin ich. Ja. Wir haben gerade eine kleine Aufnahmepause gemacht und haben schon die Gliedmaßen geschmerzt. Nein, nein, wir haben kurz ein bisschen frische Luft geschnappt und so. Und falls es nochmal Bumm macht, draußen ist irgendwas los. Und jetzt kommt etwas Story-lastiges. Fredo, was ist los? Ich hoffe, es macht dir nichts. Ich habe mir einen Drink gemacht. Willst du auch irgendwas? Nein, danke. Diese Hitze, das ist was anderes. On the rocks, so bleibst du cool. Ein Punkt für dich. Also, warum wolltest du mich sehen? Es geht um Michael. Was ist mit ihm? Ich habe mich nur gefragt, damals auf Kuba, als Mr. Roth. Ah! Ah! Jesus! Oh mein Gott, diese Penner. Die schöne Wand und das schöne Schwertfisch. Fenster. Und meine Drinks! Oh, habe ich jetzt irgendwas zu schlagen? Ups. Oh, es macht mich so wütend, ich muss jetzt alles zerschlagen! Oh. Okay. Sing, 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 Munition, sing, sing, sing. Und da auch noch, sing, sing, sing. Und da noch Sniper-Munition, sing, 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 sing. Gibt's hier noch was? Hier gibt's noch Molotovs und so, oder? Oh, ja. Oh, Bomben mit Dynamitbomben, sing, sing, sing. Und hier auch noch, sing, sing, sing. Gibt's hier noch was zu holen, sing, sing. Hier ist ein Besen, sing, sing. So. Telefon, sing, sing. lass mit mir, danke. Gewehr ist voll, sing, sing. Magnum auch voll. Habe ich jetzt alles wieder voll? Ja, ja, ja. Ja. Okay, sehr gut. Alter, diese Penner. Kann ich jetzt mit dir reden? Danke. Bist du okay? Nein, ich bin nicht okay. Scheiße, was zum Teufel war das? Ich habe nicht gesehen, wer es war. Sie waren zu schnell weg. Ich werde dir sagen, wer das war. Dieser verdammte Mangano. Nein, Mangano? Nein, das kann nicht sein. Wir sind Partner. Bist du verrückt? Alle sagen, dass er die Stadt übernehmen möchte. Angeblich schmuggelt er gerade Kämpfer und Waffen nach Florida. Er bereitet sich auf einen Krieg vor. Vermutlich spielt er mit dir, seit du hier gelandet bist. Und? Was schlägst du vor? Schlagen wir zurück? Auge um Auge. Schnapp ihn dir, solange er schwach ist. Ich kenne einen Gewerkschaftsführer, der uns in ihr Lager ausbringen kann. Übernimm den Laden. Jag Mangano zum Teufel. Vertrau mir. Okay. Wenn Mangano mobil macht, dann soll dieser Scheißkerl seinen Krieg haben. Und Dominik, du brauchst Verstärkung. Du hast eine Menge guter Leute. Mach einen von ihnen zum Kapo. Ja, das ist noch deine ein einzige Kapo. Chance, diese Mistkerle zu erledigen. Verschenk sie nicht. Guck mal zum Fernseher. Ich will nicht die Manganos angreifen. Das ist so scheiße. Ich will euch nicht spoilern. Ihr seht es nachher. Ich kann schon mal sagen, die Manganos sind unschuldig. Mehr kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Das will ich echt nicht tun, das ist echt kacke. Ja, okay. Machen wir ihn zum Kapo, weil er hat nämlich Waffenlizenz-Experte und hat schon zwei befördern. Zwar brauche ich jetzt mal. Sunny, oder? Spreng. Moment, Schläger aus Kanal. Moment. Ach, da ist er schon, Ingenieur. Oh, geil. So. Schläger aus Kanal. Schläger habe ich keinen. So. Sehr gut, neuer Kapo. Okay, dokili. Ding, ding, do. Brauche ich nur noch jemanden? Ach ja, passt schon. Okay, sehr gut. Ich wollte mich jetzt ein bisschen so upgraden. Zwar Gesundheit habe ich schon noch zwei. Überleben einmal. So, so. Schwere Waffenbreite ist immer noch nichts. Und habe ich sonst noch was? Ja, das machen wir noch schnell. Wie viel Geld habe ich noch? Wie viel Geld habe ich? Also da. Ja, dann machen wir das auch noch. Das reicht für viel noch. Genick brechen, klaro. Ach so, ja, also wenn ich von hinten komme, da kann ich, muss ich ihn nicht irgendwie erwürgen, sondern kann ich gleich machen. Weißt du? Es ist gleich vorbei, kurz und schmerzvoll. Kurz und schmerzvoll. Wir sollten uns mal umhören, ob sich uns jemand anschließen will. Nee, im Familienbaum schon ein bisschen Platz frei, Mama, ja. Moment mal.
Moment. Einen Moment bitte. Den hast du bekommen. Es gibt das. Und zwar gibt es hier irgendwo die zweite Sniper. Ja, Bananen gibt's auch. Nee, hier gibt's irgendwo die zweite zweite Sniper. Ich weiß nicht wo. Scheiße. Irgendwo, ich weiß nicht mehr wo es ist, aber hier irgendwo. Ach Kacke, wo war das? Hier. Sicher? Nö. Hast du die Schweinehunde gesehen, die dich umlegen wollten? Ich habe nicht viel gesehen. Aber sie kamen von Mangano. Das weiß ich einfach. Ah, jetzt auf einmal. Was? Weiß, dass das von Mangano war. Ja. Und das ist so scheiße, Junge. Ich will die nicht angreifen. Die sind sauhart und sie waren es nicht mal. Ah, süß. Die würde ich sofort mitnehmen. Das ist kein Roller Derby, Mann. Wow. Alter, Mann, ist auch. Wer weiß was? Ich hab nichts gehört. La la la, es waren die Manganos. La la la. Hä? Was lauschst du? Die frische Luft hat dir nicht gut getan. Nee, leider nicht. Obwohl wir das Fenster offen haben. Dun, dun, dun. Es kommt. Soll ich zumachen? Ja, mach mal. Oh. Nicht, dass noch irgendwas Lautes kommt, so wie ein Zughupen oder so. So ein Zug jetzt. Mhm, genau. Sehr gut. Dankeschön, mein Lieber. Mein Lieber, ja. Keine Ursache. Oh, schnapp sie dir jetzt. Ah, fuck. Ich habe jetzt auf Christopher geschaut. Ich kann nichts dafür. Jetzt komm schon. Ah! Ich komm ihn in den Boden. Au! Jetzt park mich nicht ein hier. Ups. Der ist jetzt gestorben. Du hast 30 FPS. Ja. Ist das gut oder schlecht? Normal, weil ich ja nebenbei die Videos lerne mache gerade, weißt du? Achso, ja, ich habe auch 30 bei dem. Bei Ding Jules, ne? Das soll ich über. Achso, jetzt. Moment, weil da war doch eine Abfahrt, oder? Moment. Was denn? Ja, was denn? Ich hab doch ein Little Legends wieder gemacht. Ja. Jetzt ist die Überlegung, ob ich mir das antue und die zusammenschneide irgendwie so. Weißt du Bescheid, weil ich ja gecuttet habe. Oder weil Christopher vergessen hat, Traps einzustellen. Oder ob ich's lasse. Ich würde sagen, du lässt es, viel zu viel Arbeit. Aber die Aufnahme ist recht geil, weil wir hören uns beide so. Ja, geil. Solange du die Einstellungen so gleich lässt und nur das Splitten wegtust, dann ist es ja eh wieder gleich. Diese verdammten Manganos, was für einen Scheiß ziehen die hier ab? Komm ich nicht durch, oder was? Dann haben wir den scheiß Split weg. Mhm. Und dann könnten wir morgen Nachmittag, ist meine Mutter nicht zu Hause. Weil ich das könnte Mutter. Interessant werden. Das könnte man lange aufnehmen. Meine Schwester wird sich nach Kuchen verpissen. Na geil. Und dann geht es schon. Warum? Zum See oder was? Natürlich. Zum See. Nee, keine Ahnung. Irgendwo hin. Okay, so. Hallo, meine Freunde. Ich bin wieder zurück. Das Fenster. Das ist meine Firma, nicht noch das Fenster kaputt. Spät. Oh. Was war das? Das war ein Handy. Was war ein Handy? Das war ein Handy, das nach Akku schreit. Das war meins, weil deins ist es schon dran gehangen. Also hängt gerade dran. Am Galgen. Ja. Du behältst den Boss genau. Im Auge, oder? Junge, wo ist denn hier der Aufstieg? Das auf der Kiste ist ein verstecktes Portal. Brauchst nur einen Zauberstab. Ist heute Zahltag? Oder ein Zauberstab aus Buchenholz von Harry Potter. Ja. Lass mich ja durch. Oder du nimmst den normalen Aufgang. Bla bla bla. Mit der Kiste wärst du schon oben. Aber okay. Wo ist der Aufgang? Mama, yeah. Da hinten habe ich ihn gesehen. Ja, es gibt ein paar Stiegen hier, ne? Weil jetzt habe ich ja einen Ingenieur dabei. Und als ich hier oben war, das ist die Folge, könnt ihr euch nochmal ansehen, wenn ihr wollt, meine Freunde. Ihr könnt nicht, ihr müsst, aber okay. Ja, da war ich nämlich ohne Ingenieur da, aber jetzt bin ich im Kreis gegangen. Aber man braucht einen Ingenieur, um da hochzukommen. So, jetzt guck, geh mal da. Ja, aber da kommt man nicht durch. Doch. Das ist Problem. Über die Kiste. Man kann nicht auf die Kiste, okay. Doch, man kann auf die Kiste mit Zauberstab, habe ich ja schon gesagt. Ja, klar. Durch Fenster. Scheiße. Na klar. Machen wir halt meine Firma kaputt, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Folge. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Folge nochmal ansehen. Ja, das war eine Folge, wo ich das Geschäft eingenommen habe, genau. Wo ich halt ohne Ingenieur da war, wo ich dann so rumgerannt bin. Oh mein Gott, ich brauche einen fucking Ingenieur. Und dann bin ich durchgegangen, bitte ich einen Ingenieur da. Aber da war keiner. Ja, klar. Und hier oben
Da vorne ist ein Gitter. Wollen wir einen neuen dazu? Oh, hallo. Boy. Da vorne siehst du das rot blinkende? Nein, jetzt kannst du dich austoben. Oh, Sniper. Das ich könnte den Draht durchschneiden. Und das Scheiße, weißt du, das Kabel ist dicker, als ich dachte. Weil ich das schon mal durchgespielt habe. Hacker. Check Bartolomeo. Cool. Das heißt doch einer bei Assassin's Creed, oder? Bartolomeo. Natürlich, er tritt dagegen und die Dinger fliegen in die andere Richtung. Das hat ein russisches PSO-Visier. Er könnte mal zurückspulen. Also das seht ihr genau, wie er... Moment. Das gibt der Eintritt. Seht ihr russisches PSO-Visier? Sieht geil aus. Wie sie noch gleich. Die kleine, die ich gestern flachgelegt habe. Irgendwie. Ja, ist das gleiche. Ja. Ist für den Dragunov. Ja, ich weiß, das war ja... Oh mein Gott. Du verstehst den Witz nicht mal. Das ist wie, wenn man sagt, so wie beim Daniel oder beim Leberkast. Das ist das gleiche. Ja. Okay. Wow, da ist ein Geschäft. Wahrscheinlich ist wieder schwer, nachher das Video sich an. Wie viel Dinero willst du von mir, hm? Ich bezahle, okay? Bekommen wir trotzdem. Was? Ach ja. Ach, Mr. Leberkiss kann mich am lecken. Seht ihr den Scheiß, den ich drauf gebe? Er fliegt gerade durch den Bildschirm. Er war so schnell, er konnte den nicht sehen. Oder er war eben nicht, weil ich keinen Scheiß drauf gebe, weil es mir Scheiß egal ist. Haha, was spielt vor der Wind? Weil es mir Scheiß egal ist. Badum. Ich gebe keinen Scheiß drauf, weil es mir Scheiß egal ist. Badum. Ja, was spielt vor der Wind? Okay. Boah, ich muss wieder rausfinden. Das ist schwer. Schätzt du, wie viele Folgen brauchst du noch, bis du es durch hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall noch ein paar. 50? Nee. Also, du bist bei 25, also mit der 50. Folge. Also, ich hätte mir gedacht, noch 50. Also, nee. Also, nee, man gar nicht. Also, wir haben jetzt 4 oder 3 ausgeschaltet, 25 Folgen, ja. Vielleicht noch mal 25, vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, weil bei 50. Folge fertig machen wäre schon geil. Mhm. Oder zumindest die Vaginas fertig machen. Ja, die Vaginas, die machen wir sowieso fertig bis zur 50. Das ist klar. Aber bei der 50. das geil. Nee, das dauert, dann müsste ich jetzt die ganze Zeit irgendwas anderes machen. Ja, weil bei 25 haben wir nämlich... Raus aus dem verdammten Ding Auto! Hm? Bei 25 haben wir die... Ich verschwinde von hier! Ja, und jetzt bei 50 wäre geil und bei 75 wären auch die anderen dran. Die es nicht gibt. Almeidas. Weil wir wollen ja nicht spoilern. Sie heißen Almeidas, okay? Ich hab sie spoilert, ich bin schlimm. Wow. So. Ich bin ein schlimmer Finger. Schlimmer Finger. So, ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss auf jeden Fall eine Sanität da reinmachen. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich habe Safe Knacker, Internet Schläger, Sunny Safe. Zwei Safe Knacker, oh toll. Und Sprengstoff. Ein Brandstifter braucht man sowieso nie, also. So, dann müssen wir müssen jetzt irgendwo hinfahren zu einem Gewerkschaftsführer. Dem müssen wir einen Gefallen tun. Dann müssen wir nochmal zu den Gewerkschaftsführern. Na, dann müssen wir zur Brücke. Dann müssen wir über die Brücke. Dann sind wir bei den Manganos. Dann müssen wir das Geschäft zustellen, dass scheiße gut bewacht wird. Und dann haben wir es geschafft. Also dann sind... Nee, dann muss ich mich mit Don Mangano treffen. Die schlagen mich dann bewusstlos. Und wenn ich wieder komme, dann bin ich im South Hospital und hol mir den Jeep nochmal. Ah, was mache ich dann? So. Was meinst du? So, du brauchst es mir nicht fake, okay? Du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich fake. Was du sowieso machst. Lieber Käse. Käse? Was? Hey, da drüben sind ein paar Wichser. Hey, so wann steht der Manganos hier? Gleich da drüben! Weiß ich's können. Er wird überhaupt nichts mitbekommen, Boss. Dich begrüßen kann. Machst du kalt. Stell. Das war's für dich, blöden Palt. Still, du Scheißkerl! Tu es! Kämpf! Du stehst auf ein bisschen Blut im Kaffee, was? Ja, ja. Nur Weiber machen Geld in der Horizontal. Keine letzten Worte, kein letzter Wunsch! Keine letzten Worte, kein letzter Wunsch. Halt. Stehen bleiben! Oder auch nicht. Der ist es nicht wert, dass man für ihn ein Loch gräbt. Wir machen jetzt den Militär-Cheap, oder was? Ist es gerade fertig geworden, weil sie nämlich gerade die FPS hochgeschossen. Auf 50, weiß ich. Willst du dich umbringen? Keine Bewegung! Er kommt! Wir sind umzingelt, verdammt! Weil sie nur Wurstmesser von da haben. Und? Du gehst da lang und ich hier! Vielleicht ja, besiegelt das den Deal.
In die Hose? Da muss jetzt irgendwo ein gemachter Mann stehen davon. Oh nein, verdammt! Ja. Magazin. Er ist bewaffnet! Auf den Kopf! Er ist bewaffnet, nee. Richte? Ach was. What the fuck, girls? Nee, Moment mal. Nee, machen wir. Nee. What the fuck, girls? So. Moment, vielleicht hat eine Sniper-Munition dabei. Kann sein. Ja, auf jeden Fall keine Sniper-Munition, aber YouTube. Oh. Waffe. Und Molotovs. Ah. Was machst du hier? Verdammte Scheiße. Das kann alles. Ich hatte in der Gegend mal eine Freundin. Quäl sie nicht unnötig, okay? Was heißt, du quälst sie nicht unnötig? Ich. Warum ist das so? Egal. Was ich auf jeden Fall mal tun wollte, egal, war... aber nicht legal. Aha. Nee, es ist... Kümmer dich darum. Durch den Zaun kommen wir durch. Da drin ist Munition, da will ich mal durch. So, Sekunde. Jetzt fliegen die wieder nach innen wahrscheinlich, die Teile. Ja, guck mal. Genau hin. Wow. Gute Arbeit. Er schweißt nur gerade um. Und jetzt ist geklappt. Er hat nur... What the fuck? Er hat nur unten ein bisschen angeschweißt und natürlich alles bricht auf. Dynamit, alles voll im Moment. Du hättest ja, wenn du kurz nach oben rechts guckst. Oben rechts? Du hättest ja halt eigentlich von da reinspringen können. Nee, geht nicht. Ja, stimmt, da kann kein halben Meter hochhupfen. Ja. Hab ich vergessen. Gehen wir. Okay, da ist eine Stelle von eine Stellung, was? Auf einmal sind es zwei. Nein, nimm Dynamit, da hörst du voll. Okay. Ja. Bleib sofort stehen, Motherfucker. Ja, kau dich am Boden. Blöd Spießer, bist du wirklich ein Ausnehmen? Hier lang! Es muss doch nicht so enden! Nur das Herkam gibt's nicht mehr! Aha, sie will fliehen. Dynamit. Mrs. mal so will fliehen. Nee. Nee. Ganzes Magazin. Nee. Ganzes Magazin. So. Kannst du das Magazin bei mir so viel? So, jetzt kommt dann die Kivara. Die kommt jetzt. Ich habe sie schon gehört. Kivara ist Polizei. Ich nicht. Ja, ich habe auch das Headset auf und du nicht. Wäre irgendwie ja, blöde. Ich weiß. Kommt jetzt die Polizei heruntergeschossen? Sebastian? Ja? Wir könnten uns den Adapter anschließen und dann zwei Headsets anschließen. Nee, das geht schon. Das geht schon, habe ich nicht probiert. Das geht nicht, habe ich schon probiert. Richtig. Also dann will ich einen Adapter. Ich habe ein USB-Headset. Also wären die zwei Büchsen auch schon frei. Oh. Okay. So. Wenn hättest du auch ein USB-Headset, würde es vielleicht funktionieren. So, ich habe die geilste Karre, die es im Spiel gibt. Außer ich kaufe mir auch ein USB-Headset. Ich hab grad gesagt, außer du hast auch ein USB-Headset. Ja, ich hab ja ein USB-Headset, Mama, hier. Yeah. Das war meine Idee, das hat Sebastian nicht gerade gesagt. Oh mein Gott! Die Motherfucker fahren mir fast rein, Digga! Oh mein Gott! Ah! Fahrkünste for the win. Ah, klar. Okay. Ich bin Mr. Fahren. Ich hab Fahren erfunden. ich bin Harrison Ford. Oder so. Oder der Typ, der halt Ford. Wow! Sieh dir dieses Fahrzeug an! Fahr kannst du voll hin, wie gesagt. Sind die auch angeschnallt? Denk oh. Nicht. Nee. Ich steig einfach raus. Wir haben den Gurt mitgerissen. Wo steht denn der Typ? Ah. Ich dachte, ist irgendwie. Die Straße ist breit genug für uns alle. Ich bin gerade. Sind Sie Charlie Green? Nein. Möglich. Möglich. Kommt drauf an, wer fragt. Mein Name ist Dominic. Ich bin ein Freund von Fredo Corleone. Ah, Fredo. Fredo, ich habe den Mistkerl seit Monaten nicht gesehen. Wenn Fredo sie schickt, heißt das, dass einer von euch Typen was von mir braucht. Ja. Ich muss über die Brücke zum Lagerhaus. Ihre Gewerkschaftsfreunde helfen mir erst, wenn Sie das okay geben. Erkundigen Sie sich über mich. Dann werden Sie hören, dass ich keine Gefälligkeit vergesse. Tja. Wie es der Zufall will, habe ich tatsächlich ein Problem. Dieser neue, Hector Santos, er will meinen Job. Aber er spielt unfair. Ich will, dass er verschwindet. Hector wirft mit Geld um sich, um Stimmen zu kaufen. Hat sogar ein paar Schläge auf meine Familie angesetzt. Stellen Sie ihn kalt. Dann lasse ich Sie über die Brücke. Kalt oder warm? Eiskalt. Ich stelle ihn lieber warm. Badum. Verstehst du? Heiß und... Okay. Mach Headshot. Quickscope. Er ist da
Ich geh auch, dass ich guck. Weg hier, der Kerl ist ein Killer! Nee, sorry, ich will nicht erschossen werden. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Es sind tatsächlich 25.700,10 und nicht 0,9. So, da steht auch schon meine Limousine. Die keine Limousine. Moment, ich will die Frauen packen, ich will die Frauen packen. Arschloch! Oh je, yeah, oh je. Yeah. Boah! Na, Boss, die Cops! Boss, die Cops, what the fuck? Schnell weg, ihr Junge! Ey, Mafia, muss schnell weg! Können die Cops dieses Mangano-Lager ist das einzige Geschäft, das er in diesem Land hat. Gut, dann müssten wir sicher sein. Es nicht allzu schwierig sein, ihn nach Sizilien zurückzuschicken. Man kann Autobomben erzählen. Ja, ich. Und dann aussteigst? Ja, ich kann nicht in mein eigenes Auto, wo ich drin sitze, Ding platzieren. Also das. Doch. Oh Mann, nee. Der ist hinüber. Doch, ich kann das machen, nachher kurz auf aussteigen, nachher rollt das Auto weiter und dann. Zum Beispiel, wenn da vorne ein paar Cops sind oder so. Oder Feinde. Ein paar Cops, oder? Oder, ja. Oder Feinde oder irgendein Scheiß halt. Und dann einfach aussteigen noch und Wagen weiterrollen lassen. Wow. Noch ein kurzer Lag. Oh, die FPS hier kann ein bisschen. Killer. Wow. Gewesen. Ja. Okay, komisch, strange. Bis dann. Nein, 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 nein. Das war natürlich Absicht. Ja, natürlich Absicht. Ja, genau. Ja, hast du gehört, wo in Kanada sind gerade ein paar, also jetzt sind echt ein paar, wie nennt man's, Öl, also so. Tankwegen? Ja, Tankwegen explodiert, ne? Riesen Feuerentferner, das hat man über ein paar Kilometer gesehen. Und es sind über 30 Häuser zerstört worden. Opfer und Todesanzahl sind herum. Wer kann euch vorher gerade im Radio gehört? Wie ich am Klo war. Wahrscheinlich, wenn das Video oben ist. Ist wir müssen uns an den Manganos rächen. So. Ja. Zeigen wir ihnen, wer hier lassen das Sie die Brücke hat. Runter. Ich muss rüber. Alles klar. Mr. Green hat sich schon angekündigt. Mr. Green. Er hat angekündigt. Sein Mobil, mit seinem Mobiltelefon. Jetzt hinfährst. Ja. Verzeihung. Wärst du erst nach einem Jahr hingefahren, hätte er das sicher gesagt. Legen Sie in Manganos Lager aus ein Feuer, um seine Wachen auszuräuchern. Okidoki. Hättest du bloß nicht alle Ding verbraucht. Alle Ding? Alle Molotovs. Nee, hast du eh nicht. Außerdem muss ich das mit Brandstifter machen, den ich nicht dabei habe. Warum nicht mit Bolla? Mit Molly ist doch genau das gleiche, oder? Mit Molly? Nee, leider nicht. Achso, dann muss ich sowieso springen. Jacke ist hoch. Soll ich mich darum kümmern? Glaub's mir. Ich halt das nicht aus. Scheiße! Ich glaube schon. Ich hab den Kerl! Nein, hast du nicht. Nur noch den Zünder einstellen. Dann dauert die Scheißbombe noch. Boah, ach, das muss ich doch hoch, hochbrennen. Das ist wirklich ja. Nicht. So. 4, 3, 2, 1. Er geht ganz gechillt her. 1. Hey, was für einen Fernseher! Hast du drüben was übersehen? Der Mutter hat das übersehen. Muss ich das jetzt ernsthaft mit dem Brandstifter machen, oder was? Oh, du schießt einfach dagegen. Oh mein Gott. Komm schon her. Bam. Dann müssen wir jetzt kurz was machen. Zum Glück kann man das jederzeit machen. So. Den machen wir kurz weg. Ja. Und den machen wir kurz her. Ja. Ende. Und du kannst leg ein Feuer. Wow. Viel Spaß damit! Cheater! Deine Mutter ist ein Cheater. Ach, gegnerischer Sniper. Da wollte ich gerade snipen. Okay, Zeit zu gehen. Ich habe ein kleines Bum-Bum im Angebot, Dom. Kleines Bum-Bum. Ja, Hauptsache du zündest hier an. Achso, das war eine Feuerspur. Feuer! Und ja, okay. Und die Feuerspur, damit ich meine Augen gelegt. Fuck, oder? Nee, hast die getroffen. Hat dich direkt getroffen, der Gesessen. Was? Denk nicht oh, mehr er dran. Brennt. Schau, es brennt. Das wollte ich jetzt hau nicht. Hau auf, wenn du nicht. Du mit Vorsicht! Ach ja, Mann, Marsch! Jetzt überlebe ich nicht! Ja, ah. Ein volles Kreuzfeuer. Weg damit! Gib's ihm! Ja, steh auf, ich will dich jetzt zugeben. Geh nicht, Scheiße! Geh zwischen dir wir müssen auf. Zurück! Er rammelt den Boden. Blute! Oh. Darmspülung. Hast du mit Pink Panther geguckt, Mann? Gib mir etwas Zeit, da komme ich durch. Da drüben. Nein, ich habe kein Pink Panther geschaut, ich habe Wartime Dignity geschaut. Der übrigens voll cool ist. Emotionen, Sternchen, Emotionen.
Sternchen, immer zum Sternchen. Die geht nicht auf, Boss. Darf ich? Insiderwitz. Insiderwitz? Gerade erst erfunden, ja. Neulich Eichhörnchen, Mama, yeah. Das Feuer brennt 10 Stunden lang. Und natürlich, das Feuer brennt bis zum Fenster, weil Glas ist so gut brennt. Ach, ich weiß schon. Und die Ziegelsteine. Boah, Moment. Hier gibt's die dritte Schrofflinte. Mama, yeah. Weil wir waren, hatten ja vorhin eine Aufnahmepause, da habe ich ihm das erzählt. Und ja, what the fuck, ist das geil, Digga. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo, auf jeden Fall hier irgendwo. Kann man runtergehen, eine Tür aufmachen, Leute töten. Ja, Leute ihr töten. Ins Herz, dann ist die Schuss. Ihr könnt ihr mal zurückspülen und euch gleich ansehen. Das sagst du jetzt schon zum, weiß Gott, wie vielten Mal. Ja, ich weiß und nicht unbeabsichtigt. Ja, wenigstens etwas. Irgendwo, da muss man eine Tür aufmachen und der hängt dann da an der Wand. Da unten irgendwo, denke ich mal, hier, ne? Woher du das alles weißt? Ich habe schon mal gespielt. So. Ich glaube nämlich genau nicht hier. Das wollte ich gerade sagen. Okay. Also, kommt von der Seite! Guck mal danach, wo sie ist. Ausschwärmen. Ach, ich will nicht. Verstehst. So, ich weiß, das ist jetzt die Folge 26, oder? Ja. Oder 7? Na, doch 26. Knack ihn! So, die Tür machen wir noch auf, dann machst du einen kleinen Cut. Tor-Knacker machen wir eine Tür auf. Mist! Tor-Knacker. Ja klar, ist auch ein Schloss, ne? Denken. Weißt du nicht? Weil es ist ausschlagende Eisentür, oder? Warum heißt denn nicht Schlossknacker, sondern Safe-Knacker? Also, wir machen jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.